Wohlbefinden in Aserbaidschan bedeutet Abenteuer und Spaß. Von der Hauptstadt Baku aus werden wir buchstäblich in einige der typischen und überraschenden Landschaften eintauchen. Wir versuchen uns an Heißem und Kaltem. Wir fahren von der Wüste in üppige Wälder und von Schlamm zu Wasser. Ich bin im Naturschutzgebiet Gobustan und bin von Schlammvulkanen umgeben. Ich befinde mich nur eine Autostunde von Baku entfernt, aber man fühlt sich wie am Ende der Welt. Mehr als 300 Schlammvulkane gibt es in Aserbaidschan. Einige liegen in diesem baumarmen Landstrich. Sabina, wie viele verschiedene Arten von Schlammvulkanen gibt es in Aserbaidschan und hier an Ort und Stelle? In Aserbaidschan gibt es alle Arten von Schlammvulkanen, aktive und schlafend, unter der Erde und unter Wasser entlegene und ölausstoßende. Diese kegelförmigen Hügel rumoren, spucken und werfen manchmal dicken, kalten Schlamm aus. Warum blubbert das so? Wenn ein Schlammvulkan ausbricht, werden Gase freigesetzt. Zu 80% ist das Methan, aber auch Kohlenstoffdioxid, Wasserstoff und Stickstoff. Schlammvulkane liefern der Geologie wertvolle Erkenntnisse über die Vorgänge im Inneren der Erde. Wie tief ist das? Schlammvulkane können 10 bis 15 Kilometer tief sein. Das beruhigt mich zwar nicht, aber ich gehe trotzdem rein. Das ist merkwürdig. Das ist sehr frisch. Ich bin mir nicht sicher, dass ich hier wieder rauskomme. Abgesehen vom Spaß soll das gut für die Haut sein, nicht wahr? Ja, Vulkanschlamm enthält mehr als 90 Mineralstoffe, zahlreiche Salze und chemische Stoffe. Wie lange sollte ich drinbleiben? Wir verlassen Gobustan und fahren in den subtropischen Süden Aserbaidschans. Unser Ziel sind die heißen Quellen im Masali-Forst. Istisu bedeutet wörtlich heißes Wasser. In der gesamten Gegend gibt es Heißwasserquellen. Eine gucke ich mir jetzt an. Bei einer kleinen Wanderung erkunden wir die Landschaft. Wasser spielt hier eine wichtige Rolle. Dieses Wasser enthält Kalium, Calcium, Brom und andere Stoffe. Das Wasser wird für Behandlungen genutzt. Es kann Spannungen im Bauchraum abbauen, die Knochen stärken, Gelenke und Nieren behandeln und Verbrennungen lindern. Sie sehen den Wasserdampf, der entsteht, weil das Wasser mit einer Temperatur von 90 Grad Celsius aus der Quelle kommt, die 90 bis 250 Kilometer in der Tiefe liegt. Es war eine erfrischende Erfahrung am Ende unserer Serie Explore Aserbaidschan. Alle unsere Abenteuer finden Sie auch auf euronews.com.